Hallihallo, liebe Spieleflutsurfer, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alien Breed 3 Descent. Meiner einer, der Zwiebelpeter, stapft jetzt hier mal weiter rum durch dieses sich zerbröselnde Schiff. Ja, vorher nochmal ein kleines Medipack. Und wir können ja jetzt, nachdem wir jetzt Projekt X in den Händen gehalten haben, diese wunderbare, tolle Waffe, gehen wir jetzt mal hier weiter. Ach du Scheiße. Oh oh, Elektroviecher. Elektroviecher, nicht gut. Huhuhu. Das war eine große Welle. Und mit Sicherheit auch nicht die letzte, genau. Schweineviecher hier. Oh 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 oh. Nein, geh weg. Ich will nicht. Lasst mich alle in Ruhe. Ich will nur klein töten. Der Rest ist mir wurscht. Aha. Ach du Kacke. Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke. Ja. Eieiei, nix gut, nix gut. Ihr seid böse. Ihr seid richtig scheiße. Boah, die mit den... Diese Elektrobiester, die hasse ich. Wirklich, die sind übel. Und hier... Ah, sehr schön. Da liegt unsere Elektrolink-Kanone. Ah, von da kommt er. Auch gut. Ja. Hier gibt's für jeden was. Kommt nur her, Leute. Hier darf jeder mal ran. So. Dann machen wir mal sie hier voll. Hier voll. Da haben wir nichts mehr. Müssen wir Muni kaufen. So. Machen wir ruhig mit dem Flammenwerfer weiter. Der ist eigentlich ganz geil. Das habe ich aber, glaube ich, auch schon 700 Mal gesagt. Ah, dat. Euch mag ich nicht. Euch mag ich... Ja, genau deswegen. Ihr Pissflitschen hier. Krass, aber die stecken auch eine ganze Menge ein. Habe ich so das Gefühl. Hier ist noch eine Schleuderkanone. Alle draushauen, was man so hat hier im Tank, ne? Hier, du auch. Du kannst auch mal drauf gehen. Sehr schöne Schleudermunition. Man kann leider nicht rennen im Wasser. Das kennt ihr ja bestimmt von privat auch. Rennen im Wasser ist nicht wirklich drin. Achso, hier müssen wir lang, genau. Munition fürs Sturmgewehr. Nice to have. Ich bin jetzt extra in die Ecke mal gegangen, weil vorhin lag ja auch unter diesem Wasserfall, sage ich jetzt mal, da eine Munition für die Schleuderkanone. Ah, Elektrolink-Kanone. Yeah, baby! This is nice! Haben wir jetzt 60 Schuss? Fast. Naja, doch. In Addition knapp 60 Schuss. Das ist geil. Achso. Einmal angetippt, schon tot. Na komm her. Spüre die Kraft meines Gewehrkolbens. Ah, deaktiviere die Geschützturme. Eigentlich sind sie ja grün, also eigentlich würden sie mir ja helfen, ne? Nicht, dass die jetzt auf rot gehen und dann gleich mich hier in Fetzen schießen. Fände ich ein bisschen uncool, aber machen sie zum Glück nicht. In life there is only one inevitability. Mhm. Death.
Alter, fick dich. Du bist ein richtiges Arschloch, Junge. Mal so ein bisschen in die Menge hier. Noch jemand? Oh ja. Ein paar sind noch übrig. So, einmal Grillabend bitte. Käferbarbecue. Jetzt hauen wir uns mal einen großen rein. Haben wir nämlich genügend von. So. Tralala und Hopsasa. Weiter geht's. Ja, schrei doch nie so, Junge. Kannst du da eh nie ändern. Oh, was? Lebt noch einer? Tatsächlich. Und wer, was ist hier? Ach so, und so ein Furzer hier. Naja, und ich latsch natürlich genau rein in seine Kleberotze da. Lecker, lecker. Ja. Die überleben echt zweimal so einen Angriff. Das ist krass. So, okay, dann kommen wir bestimmt von der anderen Seite an diesen Leichnam ran. Gehen wir mal hier bei D. Ja, na, ist klar hier. Ist hier gerade Schulausflug oder was wollt ihr Kleinen hier? Ja, hast du wohl sehr so gedacht, ne? Wolltest du mich hier mal anschießen, aber hast daneben geschossen, Freundchen. Ja, ein Heilen brauchst du jetzt auch nicht. Aua, Drecksack. Jetzt wäre eigentlich bestimmt ein guter Punkt gewesen oder guter Zeitpunkt für die diese Elektroknarre hier. Die da. Weil die dann so schön umgesprungen wäre auf die einzelnen Saftsäcke. Siehst du? Genau so meine ich nämlich. Ja. This is what I meant. Aua. Sag mal, lauf doch einfach mal, ey. Echt. Manchmal steht er da in der Gegend rum und guckt Löcher in der Luft. Okay. Ach, ja, na ist klar. Kannst du mir leider einen Schuss reinhauen? Selbstverständlich. Ist jetzt hier Ruhe oder ist jetzt hier Ruhe? Ich mag die ja so, die Knarre, aber da muss ich, glaube ich, ein bisschen sparen damit. So, Dings brauchen wir auch wieder. Alte Scheiße. Muni für einen Flammenwerfer, wollte ich gerade sagen. Himmel, Herrgott, ey, echt. So, vorletzte Kanne hier. Na, hier noch jemand? Bist du schon tot? Ja. Sieht so aus. Hm, wieder so ein Verlangsamungskotzer. Tüdelüt, tüdelüt, tüdelüt. Also sehr wasserlastig momentan die Level, wie ihr seht. Sturmgewehr-Muni ist... Sind wir voll? Tatsächlich. Dann würde ich mal sagen, machen wir mit dem Sturmgewehr ein bisschen weiter. Aha. Brückenzerstörung entdeckt. Gehe zurück und finde einen anderen Weg zum Forschungsdeck. Okay. Ernsthaft.
Jetzt war das, war übrigens Level hier, das X-Zeug ist das, ne? Projekt X war das. Geh mir doch mal vom Hacken. Alter. Ich habe keine Ahnung, warum wir auf einmal Projekt X Munition hatten. Spring! Extrem spektakulär. Jetzt klingt er sich mit Schneidezähnen. Doch nicht. Oh, cool. Hinterrücks aufgefangen. Conrad kann's. Tja, wer zu Lecht lacht. Die sind so klein, die triffst du noch nicht mal. Tut mir leid, Leute, dass ich gerade so leise bin, aber ich ärgere mich hier gerade so ein bisschen und versuche irgendwie zu überleben. Und ich hau immer auf die falschen Leute ein, echt, weil ich immer denke, da stehen so kleine Pisser vor mir, die noch leben. Ich laufe hier wieder wie so eine Katze mit irgendwelchen Strümpfen an. So, haben wir jetzt? Alter. Unklar. Wo ist denn da euer blöder Scheiß-Spawner? Hör doch mal auf damit, jetzt echt. Nervt so ein bisschen. Gucken wir mal. Ja, nee. Ich glaube, jetzt wird es gerade so ein bisschen OP alles. Keine Ahnung, warum ist. Ja. Conrad schützt sich anscheinend. Quatsch, Conrad. Klein schützt sich jetzt mit seinen Babys. Und hetzt sie uns quasi auf den Leib. Aber nicht mit uns. Wir sind ja nach wie vor gut bewaffnet. Sollte man meinen. Überbrückungskontrolle, okay. Aber erstmal gucken, wo es hier hingeht. Ah, ein Leichnam. Ach ja, ist klar. Ich bin so dumm, wirklich. Latsche ich da ausgerechnet rein. Ach ja. Zwiebelchen, was willst du sagen? Aha, aha, Schlüsselkarte. Na komm schon. Und? Kriege ich dich auch noch? Ja. Ah, du Arschloch. Ja, habe ich gerade einmal nicht aufgepasst, ey. Scheiße. Gut, gut. Dann gehen wir hier mal wieder zurück. Nun wäre das ja noch völlig am Abfauchen. War er das? Überbrückungsfehler, Tür offline. Und nun? Achso, müssen wir hier wieder hin. Gehen wir mal den altbekannten Weg weiter. Wo wir aber nicht rüberkommen. Hä? Achso, wir haben eine Magnetkarte gekriegt, ne? Ah, ich verstehe. Ich glaube, die kann ganz gut werden jetzt hier.
Ja, na ist klar. Ernsthaft? Ich hasse diese kleinen Mistviecher, echt. Die sind sowieso kleine Köter. Immer nur so. Oh, wie wundervoll, ein Shop. Das ist sehr gut. Nee, ich will nicht chatten. Danke. Nein, ich möchte nicht T sagen. Habe ich aber jetzt aus Versehen. Falsche Taste, liebe Leute. Falsche Taste. So, einmal durchladen. Und dann ran ans Terminal. Welcome to Intex Systems. Welcome. Ja. Oh ja, das ist gut. Dann können wir wirklich einmal... Da können wir wirklich uns einmal volltanken. Geil, 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 geil. Und haben immer noch Geld übrig. Na, sehr schön. Haben wir noch was verkaufen können? 3-4 kriegen wir keine Upgrades, ne? Achso, wir können ja mal gucken, was es für Upgrades gibt bei der Elektrolink. 10.000, der Schadenstoro, ist klar. Okay, und bei der Projekt X. 7 mehr kostet auch 10.000. Nee, lass mal. Gut, dann würde ich mal sagen, speichern wir noch. Und weil die anderen Folgen ja durchaus alle etwas länger waren, würde ich jetzt mal sagen, drehen wir den Spieß mal um, machen die jetzt hier ein bisschen kürzer mit knapp 17 Minuten, dann gleicht sich das so halbwegs wieder aus. Also liebe Leute, ich brauche jetzt mal ein kleines Päuschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Habt einen schönen Tag, Woche, Monat, wie auch immer. Bis dann. Ciao.